تيموثيوس عرف كلته كابيتل 2 غص 20 كلته ني دلو فيرست 22 سمعوا لهم ناتو دم تصبو غيركم اين صرتنا الله مسلم هاراي كابتم نيت غبزنا هدم flee for the lust der jugend steht da مستوم بنصوح لبي نغزابير صوعوها 10 صدقنس امنتن فقرن سلامن صعب زبل تمرتي نحيزنا دلنا so flee nun die jugendliche lüste jage aber der gerechtigkeit dem glauben der liebe dem frieden nach zusammen mit denen die den herrn aus reinem herzen aufrufen darüber reden wir heute تمال خمس رانا يو wie wir gestern gesehen haben bereits نعم لا سبات sind männer gottes oder menschen gottes von einem Ort. Wir haben uns Leute aus einem Ort angesehen, wie sie von einer bestimmten Sache geflohen sind. Und was heißt es zu fliehen? Wie wir es gestern schon gesagt haben, fliehen heißt, was zu opfern. Du opferst etwas. Und danach fliehst du. Du opferst. Und so gehst du in Herrlichkeit ein. Diese Schrift hier, die geschrieben steht, wenn sie sagt, fliehe, und du aus Eritrea geflohen bist, heißt nicht, dass du dann direkt nach Deutschland kommst. Halleluja. Damit ist es nicht gemeint. Wenn er dir zu dir sagt, flieh, dann heißt es, dass du eine Sache opfern sollst. Es bringt dir was. Wenn Paulus zum Beispiel spricht, sagt er, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist gut für mich. Das heißt, was dir alles erlaubt ist, und wenn du anfängst, zu dem zu sagen, aber das ist nicht gut für mich, dann opferst du diese eine Sache. Und du fliehst davon. Und wenn du fliehst, wohin gehst du dann ein? Du gehst in Herrlichkeit ein. Er sagt ja nach reinem Herzen. Sag mal alle, reines Herz. Reines Herz. Wer ein reines Herz hat, መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ከዛረብ ከሎ በትምህርት ለሄር ስፕሪስ አማቴዎስ ምዕራፍ 5 ማቴዎስ ካፒታል 5 ኦሪያት ልቢ und er sagt rein herzens እሺ ናበይ ሄደለሃ was tust du wenn du ein reines herz hast du glaubst ሰዊሃ und du opferst ናምላክ ክትሪዮ und er fängst an den herrn zu sehen amen amen ምስቶም ናምላክ ዝሪዮ mit denen, die den Herrn sehen. Mit denen, die reines Herzens sind. Halleluja. Jakob, na Jakob wolodo, die Nachkommen von Jakob, Mazmur David, 24 ketsaf kallo, wenn wir im Psalm 24 schauen, kamzililo, lesen wir. Halleluja. Nab keren egziabher zidibeni. سران أربعة ثلاثة. نبكر أنك زي أبهر زدي مني. أبتقدس بوتو إذا قم مقصي مني. أتنطوه زأداون. نطوه زلبون. نفسو نبكن تنا زي العل. بتقبرا زي محل سبي. نسوس برخط كاب زي أبهر. تصدقون كامناي مدحانو أملاح كقبليو. توم زدالي وولدو زي أميوم. نجس كازدلي واملاخ يعقوب يلو هاليلويا من ينابكرن اغزابهر زدي يبلالو Da steht in Vers 3 wer darf auf dem Berg des Herrn steigen und wer darf an seiner heiligen Stätte sehen wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils dies ist das Geschlecht derer die nach ihm fragen die den Angesicht die dein Angesicht suchen das ist Jakob نصوح لب زلوم سبات زي اتوم من تعملو Menschen die ein reines Herz haben die tun was Das sind die sein Angesicht suchen schitter Ab zamanat buzuhat aynet wolodollo Es gibt mehrere Generationen die wir dran ansehen Mazhab kudus buzuhat wolodo kham zollo tazari bullo Wir sehen mehrere Generationen verteilt wort Gottes Zi wolodo zi agna Aber diese Generation da Zana Jakob wolodo zi agna Die Generation Jakobs Nexiabher trah tdel wolodo Das Angesicht des Herrn أبزد لكم من سيات. Die ihr gerade hier seid. مالنا جيروكم. Ich habe es schon gestern gesagt. نعم لحت دليل خم خانكم. Wenn ihr Gott sucht. سبرأي مخانكم. Wenn Leute von Vision seid. حلم خم زلكم. Wenn ihr Menschen Träumer seid. ملكتو. Dann ist das Zeichen dafür. بزح نجارك تجبروز Und ihr viele Dinge tun müsst. أبدعك. نري.
Ihr habt viele Zeichen bekommen, dass ihr so welche Schwert seid. Aber wenn ihr Opfer bringt, wenn ihr Opfer bringt, dann seid ihr hergekommen. Ihr habt ein Opfer gebracht. Ihr seid weit hergefahren, um herzukommen. Einige von euch 5 Stunden. جليهم كاب كلا عدمة يخوم. Andere sogar von anderen Ländern. كاب هولندا متى يخوم الله. Von Holland. كاب نرويج متى يخوم الله. Von Norwegen. كاب إنجلز متى يخوم الله. Von England. كاب جل متى يخوم. كاب بزح بوتاتات متى يخوم. كاب von mehreren Orten. كاب سويس متى يخوم الله. Von der Schweiz. Why? Wieso? كم أخا بزح من سي دايما تقله. Es gibt viele Jugendliche, die nicht gekommen sind. نها على دايما تقله. Aber es gibt viele, die auch nicht gekommen sind. Es sagen نعم لخت دلي. Aber du musst angriffen. Deswegen bist du hier. Das heißt, die Generation sucht mit einem reinen Herzen das Angesicht des Herrn und steigt auf den Berg des Herrn. Das heißt, wer sieht den Herrn? Mit dem reinen Herzen. Das heißt, wenn du von einem Ort kommst und von dort fließt und ins andere Ort dann gehst, dann opferst du und gehst in Herrlichkeit ein, um den Herrn zu sehen. Oh, denn die sind selig, sagt das Wort. Selig sind die, die in den Herrn Halleluja. Sehen. Gestern, Abraham, der Herr hat ihn eine Sache aufgetragen. Er sagte ihm, den Sohn, den du liebst, den Sohn, den du liebst, was tu ihn für mich? Er sagte, opfer ihn für mich. Abraham, wir sagten Abraham, ich sagte Abraham, das ist ein Sinnbild für die Emotionen des Menschen. Und seine ganze Liebe war in Isaac drin. Es war sein Schatz und die Seele, aber weil die Emotionen der Seele geopfert werden mussten, weil in Gottes Welt und in Gottes Reich und im Reich der Liebe kann nicht eine andere Liebe regieren. Halleluja. Das heißt, der Herr, weil er als einzige die Liebe haben möchte, und Abraham, derjenige, der die Hoffnung von Gott bekommen hat 25 Jahre auf seinen Sohn gewartet, und hat komplett sein Herz darüber ausgeschüttet. Er hat sein Angesicht verneigt davor. Und freute sich über seinen Sohn und sagte, er ist mein. Und der Herr sagt zu ihm, opfer ihn mir. Und er ging Richtung Moria. Ich erzähle gerade, was wir gestern gelernt haben. Und was für ein Weg ist Moria, haben wir gesagt? Es ist eine Einbahnstraße. Wenn du gehst, dann opferst du. Einmal drinne und kommst nicht mehr zurück. Das heißt, es geht nur in die eine Richtung. Du opferst und kannst dann zurückkehren. Und der Herr wurde selbst zu einem Opfer, als er sein Kreuz aufzuschnappen, an dem gleichen Ort. Das heißt, als Abraham anfing zu opfern und danach von in Richtung Moria gegangen ist, da waren noch viele Dinge, aber ich habe keine Zeit leider. Als er anfangen wollte zu opfern und er schon das Altar bereit hat und fragte, wo ist das Lamm? Er nahm seinen Sohn und hat ihn dann direkt darauf gelegt. Und als er zum Messer griff, kam dann eine Stimme. Wenn du anfängst zu opfern, kommt eine Stimme. Der Maß, wie du opferst, und so Maß kommt auch die Stimme. Wieso hörst du die Stimme Gottes nicht? Du opferst nicht. Du liebst es zu schlafen. Du liebst es zu chillen. Du liebst das Geld. Facebook. Du liebst Facebook. Instagram. Instagram. TikTok. TikTok. Und die Zeit verbrennst du dort. Du liebst das Wort und Gebet nicht. Du liebst kein Fastengebet. Und wenn du über Fastengebet lernst, bekommst du Kopfschmerzen. Machst direkt Backsteps bei sowas. Aber Abraham hat seinen Sohn, den er liebte, seinen Stolz, als er das opferte, kam vom Himmel eine Stimme.
Eine Stimme kam. Und Abraham was hat Abraham gesehen? Und er sah ein Widersehen. Er sah ein Widder im Busch. Für wen war das ein Sinnbild? Es war ein Sinnbild für Christus. Das heißt, die mit reinem Herzen sehen. Jesus Christus, Guitai. Als Mose opferte, habe ich überhaupt erst Bahasblos. مسز بأملخ ما كرهت أجبت أمة. war bereit lieber nabtachmet أمة تخيل. statt irgendwie im Genuss der Sünde zu bleiben. nabtachmet أمة تيل. er hat auf das Ziel geschaut. kam مزجب جبتس. und kam. انت هاي مريتو. er hat statt den Genuss in Ägypten. ne Christus Sirio. leiden gewählt. abta معرف عصر تحدت عجيركم رأي ne Christus Sirio. und er sagt Christus dabei. guck in Kapitel 11 Hebräerbrief. سو كلها. wenn du opferst. أب أصعد الله، آمين. مسوعة غشعو. und dein Opfer. ناب قدستي حلفك. bringt dich dann in das Allerheiligste. كاب قدستي دمان ناب قدستان. gehst in das Allerheiligste. كاب كبري ناب كبري يخون من جد. Herrlichkeit zu Herrlichkeit. نسوى إذا خيسب. wer opfert. مجمرة دمت أسمع. hör erst meine Stimme. دحرينة تدعو لريو. und danach sieht den wieder. دحر ما أفتنا إخزيابير يحلى. und danach wird ein Raum des Herrn sein. أبتلا إخزيابير يحلى، أبت الدايمنشن يات. وكمن إن الديمنسون ده سان، أزيد الهر. بنتسوه لبي. mit reinem Herzen. نعم لحظة ليو، مسبلة. die den Herrn suchen. إذن بنتسوه لبي نعم لحظة ليو، ناتهم أسر الله. und das eine Spur davon, dass du dieser Spur folgst von Leuten mit reinem Herzen. أسر الله. أتوم سبات. أسر الله أسر. wisst ihr was eine Spur ist? أسر إسكولو. sag mal Spur. أسر الله. Das ist eine Spur. Die reines Herzens folgen einer Spur. Wo ist die Gemeinde heute? In Hebräer 6 ist die Gemeinde heute. Sie ist noch stehen geblieben. Sie sagten am Anfang, was Christus betrifft. Sie sagten, Glaube an den Herrn. Buße und alles mögliche wurde gelehrt. Hände auflegen wurde gelehrt. Und da ist die Gemeinde aber stehen geblieben. Und du hörst nur Gnade und Glaube. New creation. Du hörst nur neue Erschöpfung. Aber wir sind nur am Anfang, am Fundament geblieben. Aber die Bibel sagt, wenn du zur Vollendung gehst, sagen wir, es gibt eine Vollendung. Es gibt eine Vollendung. Ich will euch zeigen, worüber ich rede. Weil heute ist die Gemeinde auf einem Level hinter uns. Aber die Gemeinde ist immer noch auf dem Fundament und ist kein bisschen weitergekommen. اسمع أربعة ليفل له. es gibt vier Level über die ich heute reden möchte. حبرة إمنتس قبل عويلك. einmal die Gemeinschaft des Glaubens. آمين. تمار توم حمشت أوفيس نزيهم دم صخا. und da bringe ich diese fünf offices diese fünf. نافلت أتود أملاخ. Gnadengaben hin. كافلت أتود أملاخ. ناب أخول سبعي. كاب أخول سبعي. ناب لك ملأت بتصحنا كريستوس. إذا أسر إذا خطبت حول لكم. سرينك أتونين برمت تقول كانيرة. هalleluya. du kommst erstmal durch diese fünf Gnadengaben kommst du erstmal zur Erkenntnis des Sohnes nach zur vollen Mannesreife. listen. im Wort. im Glauben. listen. عشان كوي نحنا كريستيانات متحف كلس عم بيبنا. مسوات غير كان نبحد الدايمنشن كم زعتو كم زقتو. تنقل توني فلتوه. sogar Zauberer wissen dass du durch das Wort Gottes in eine göttliche Dimension reinkommst. Wenn du nicht opferst und nicht dein Schlaf opfern möchtest, nicht dein Gelaber opfern möchtest, nicht deine Zeit opfern möchtest, wenn du nicht einfach Zeit erkaufen kannst, wenn du nicht sitzend das Wort Gottes
eine Stunde lang oder zwei Stunden lang oder drei Stunden lang oder vier oder fünf, sechs die Zeit nehmen kannst fürs Wort Gottes, kannst an keine Vollendung kommen. Du wirst immer ein Kind sein. Du wirst zwei Jahre in der Gemeinde vergehen lassen, aber selber nicht wachsen. Ich habe es gestern schon gesagt. Römer Kapitel 12 sagt uns was? Von Vers 1. Jetzt bin ich fertig mit gestern und komme jetzt in die heutige Lehre rein. Wer hat verstanden, worüber wir gestern geredet haben? Thank you. Marsha, also ich. Ich habe gestern gesagt, wir haben 1. Petrus 2,5 gelesen. كم هيوان أمامكم نتب يسوس كريستوس أب أملاك أبو زخون منفسهوي مسواتي كتقربو نقدس كنا زخون منفسهو بيت تهانتسو So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Jesus Christus, ich habe gestern gesagt, Jesus Christus, wie lange hat er gebraucht, um das Gebäude oder dieses Haus mit den Aposteln zu errichten? Es hat ihm 3,5 Jahre gebraucht. Und durch viele Opfer. Und diese Apostel haben auch viel geopfert in ihrem Leben. Sie waren Tag und Nacht mit ihm. Sie saßen mit ihm. Und haben Wörter aus seinem Mund genommen. Und waren 3,5 Jahre. 3,5 Jahre. Hat er in ihnen ein Haus errichtet. Sag mal Haus. Wisst ihr, was unser Problem ist? Es gibt Leute von uns, die noch nicht mal einen Alpha-Kurs richtig gemacht haben. Über Errettung gelernt haben. Wenn du nicht von innen wächst, kannst du nicht nach außen wachsen. Das hat er schon vorhin gesagt, unser Bruder. Er hat gemeint, Jerusalem, dass wir von dort aus gehen müssen. Ich habe gestern gesagt, internal growth, innerer Wachstum, was jeden Tag kommt, wo wir täglich unser Leben checken. Amen. Amen. Habt mich verstanden? Was habe ich gesagt? Opfer bringt dich in die Herrlichkeit. Bringt dich zum reinen Herzen. Das heißt, wenn Gott dir zu dir sagt, du hast reines Herz, opferst du was dafür. Es ist einfach zu vergeben. Es ist nicht einfach zu vergeben. Es ist ein Opfer. Weil Opfer tut weh. Opfer zu bringen tut weh. Wenn es nicht weh tut, ist es kein Opfer. Aber wenn es dir weh tut, und du anfängst, Sachen zu lassen, damit es Gott wohlgefällig ist, öffnet sich der Himmel über dich. Und du hörst die Stimme des Herrn. Aber wenn du ruhig bleibst, wie als würdest du jemanden in dir halten, egal ob du springst und singst, egal wenn ich dich sogar in Öl bade und die Hände auflege, wirst du aber nicht erweckt werden. Weil du nicht opfern wolltest. Du wolltest kein Opfer bringen. Römer 12:1-2.
أتسنين بحزبلن ملو فقد أملخ انتاي مخانم انتخت مرمرس بمحدس حسابكم تلوت انبر نزا علم زيا ايتم سلوى Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Epheser 4:22 sagt, Same message you. Es ist die gleiche Botschaft. نتقدم تمال لسكم لو بتمنيس حتى تطف عرق السبك انتيتكم بتني امرهم منفس كتحدثوا امه الى الله بيني بتني امرهم منفس كتحدثوا Er sagt hier, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Okay. نامرو منفسه اغلغلوت انتي Was heißt es mit dem Verstand zu dienen oder geistlich mit dem Verstand zu dienen? امرو ابيبوتو Wo ist denn unser Verstand? امرو ابيبوتو Wo ist unser Verstand? ما نغيركم نيره Ich habe es gestern gesagt gehabt. نفسي unsere Seele ثلاثه تنازقومي منفس نفسي سغا Wir bestehen aus Körper, Geist und Seele haben wir gesagt. امرو ابيدلو Und wo ist dann unser Verstand? Wo ist unser Verstand? Er ist unserer Seele. Der Verstand liegt in der Seele. Und unsere Emotion auch in unserer Seele. Unser Wille ist auch in unserer Seele. Und diese drei sind wo gefasst? In unserer Seele. Das heißt, er redet hier von einem verstandsmäßigen Dienst. Und in unserem Verstand, was passiert da? Was geht hier von oben ab bei uns? Und wieso muss dieser Verstand oder wieso muss unser Selbst durch unsere Erneuerung unseres Sinnes gemacht werden? Wir sind doch alle errettet in diesem Ort. መጽሐፍ ቅዱስ ድህንኩም ይኽሉ ጠጠው አይበለ Das Wort Gottes hat nicht aufgehört nachdem ihr errettet worden seid. Es gab keinen Punkt, sondern es gab einen Tag für Tag. مدحن نفسنا Sollen wir die Errettung unserer Seele علت مدحن نفسي Tag für Tag Die Errettung unserer Seele. Das ist eine Sache, die auch Tag für Tag passiert. Rigum Paulus Paulus زخدلو منغدي يو نطيميتيوس مهرودلو hat Timotheus das gelernt was er selber schon durchgemacht hat زحلفو منغدي يزنغرو hat ihm gezeigt was er selber schon durchgemacht كما يغيرو خمتعوته wie er siegreich wurde كما يغيرو نافتي ناي كبر زون كمز اتو wie er in die Zone der Herrlichkeit kam كما يغيرو نغويتا خمز رايو wie er den Herrn gesehen hat كما يغيرو سالساي عالم سالساي سماي كمز بصحى wie er zum dritten Himmel gelang كما يغيرو سبك زاربولو زيت فقده مسترات كم تقبله und wie er Offenbarung bekommen von denen keine eine Ahnung hatte Er hat Timotheus diesen Weg gezeigt. Er meinte, ich bin nicht einfach so an diesen Ort gekommen. Ich habe ohne Kompromisse mit meinem Fleisch und Blut, als der Herr sich mir offenbart hat. Ohne Kompromisse mit meinem Fleisch und Blut. Ohne mit Älteren. Habe ich in meinem Verstand ein Opfer dargebracht. Ich musste in die Wüste. Und das war's. Wie lange? 3 Jahre. Paulus kapte ze gelot allo amlach se gabte na agelglo zbezeh 14 zaman. Amet. 14 Jahre von dem Punkt, wo er eine Offenbarung hatte bis zu seinem Dienst, ist er gegangen. Und der Ort, wo er auf der Wüste war, diese Zeit, wo er in der Wüste war, und sein Verstand, und er selbst mussten geopfert werden, und seine Emotion auch, und sein Verstand, und sein Wille, weil diese in der Wüste waren. Und somit wurden die geopfert. Jesus Christus, wo hat er den Teufel besiegt?
أبي سعيره. What is he besieged? ما بزحتهم زسمام علو أبكراني يبلغه. Feel is saying so of Golgotha. أبكراني نعها يسعير الكا. Of Golgotha هذا هذا في نشكوه. يسوس نعم مدري لك أخ رجت كله. About of the Welt kam. وده عصر تقلت عمت بسكونه. Mit 12 Jahren. تقلت أنيرو. Hat es kurz offenbart. Er hat schon gesehen, was da abgeht. Und hat doch noch weitere 18 Jahre gewartet. Aber. In diesen 18 Jahren, was ging da ab? Hebräer 5 sagte nur, was da abging. Halleluja. Das heißt, der Verstand, wenn du ein neuer Mensch bist, nach deiner Fakri. Zon mis atara. Und in dem Bereich der Liebe ist. Ich habe gestern gemeint. Wie viele Zonen gibt es? Es gibt 2 Zonen. Eines ist die Zone der Angst. Und dann nochmal die Zone der Liebe. Woher kommt die Furcht? Die Furcht kam von Adam. Adam fürchtet sich, als er im Garten Eden die Stimme des Herrn gehört hat, nachdem er gesündigt hat. غلطت فين لو خدي؟ تلقاه اليوم بعد؟ اسم نزيم دوكا يبلو مو نفس مرتين خاي. أمره نازق العكاية إيه؟ سايس فشتان بتزود بكل بدون بدون يندرش مورين هين بولس. أمره نبي؟ وقيت فشتان تين؟ نازق العكاية. لو كانت إن بول بس غش تين هين بول. أمره نبي؟ وقيت فشتان تين؟ نفعته مهارة نفع زخون أمره نبي سل زغنعي. Wieso ist ein guter Schüler ein guter Schüler? Weil er seinen Verstand wohl gerichtet hat? Weil er seinen Verstand auf die Lehre gerichtet hat. Und ein schlechter Schüler? Wieso ist ein schlechter Schüler? Weil sein Verstand nicht auf die Schule fokussiert ist. Habt ihr mich verstanden? Das heißt, dieser alte Mensch, dieser alte Verstand, wird erstmal noch bearbeitet und verwandelt werden müssen. Er ist noch jemand, der mit der alten Identität lebt. Das heißt, da ist das große Problem. Information ist halb. Wenn die Information vom Auge rüber geht und der Verstand, عند حد أنا أفتني فقري زون بخيب كوينو. نخ نخ إن البرايس اللي بهنجيت. ترى بيقومني. check this. حجر نامنت نامنت. حد ساعة. بتلاقي عين شتوند. حد ساعة عند حد أفقري زون آتي. بندو عين شن البرايس اللي بس. ترى بيقومني. بس اللي حرجيرك. بندو ده عين بس. قال عمله. und die Mädchen annimmst. مستنتان. durch Gebet und Meditation. auch ليفكا. und dort die Zeit verbringst. نبي أمره زحلف دمها. كندو انت قال برهان قال له مش لو ان ديم ان ماس ليش لايت سكول الله بكم ده فشتان اذا برهان اذا مس اتو اذا الله يشتم ان دي كومت بوزيتيف انرجي خون مو بتا ان فورم فور بوزيتيف انرجي نتي ابو امر حد له صلمات بان عبلو مالك ورفا بان دان دي دو كرا دي نار فشتان اس برهان ينا فلت ازغير باي الاوشتم weil du verdunkelt warst. Und die eine Stunde, aber die du investiert hast, bringt eine Erleuchtung rein. Eine Sache öffnet sich. Aber wenn du im Gegensatz lieber auf TikTok bist und schlechte Informationen absorbierst, oder du zu viel chillst, oder zu viel am Spielen bist, The same negative energy the man braucht die gleiche Energie in der Verstand einkehren. Selbst ab hier das heißt in deinem Leben بزوح نجارات يمتص كان sehr viele Dinge ihre Platz bekommen. Depression kaum يمتص Anxiety kaum يمتص oder bei Depression. Flexion kaum يمتص Angstzustände. Fear kaum يمتص بزوح نجار ab hier يمتص und viele Dinge fangen dann an dein Leben kann man nicht يمتص aber fragst wie kommen die zu mir brother Du hast ihm Zeit gegeben. Du hast dieser Sache Zeit gegeben. Du hast schon bereits Muskelkater an deinen Händen, weil du zu oft am Handy bist. Komm sie. Nur am Swipen bist du. Einige sind damit beschäftigt.
Ihr schaut. Und mit wie viel Müll ist euren Verstand gefüllt hat. Und dadurch habt ihr eine Angst, einen Angstzustand in eurem Inneren. ودا عصر سلست عمت ناب عصر تربعة عمت زخي زخده قلعة فلت أبز غرب أوان. إيش كان يمان ده 13 Jahre alt war und kurz davor war 14 zu werden. Als ich ihn berührt habe, كينو. Ist dann. ودا تبلكو أي وصليل. بمن ده أتيل. Gefallen und danach war ein Dämon. Game أتيل. Und kam aber durch Gaming dieser Geist, der schlechte Geist. هذا من إيش؟ Es war ein Jugendlicher, ein kleiner junger Mann. Und als du ihn angefangen habt zu beten, war er schon mit diesem schlechten Geist in Pornografie, schon in Gewohnheit. Auf seinem Handy. Und er war abhängig davon. Why? Wieso? Listen. Hört mir zu. Dein Verstand hat eine Wahl. Du kannst ja auswählen. So, Zimmerzenegger, Information. Das heißt, Dinge, die hier reinkommen, die zum Verstand kommen. Kann der Verstand? Entweder mit dem alten Gedanken, mit der alten Identität, und kann dann damit dann komische, lüsterne Gedanken an deine Emotionen leiten. Und in der Emotion gibt es sehr viel Kraft. لعل خلدت ميتي عين السمعتات هلو عب على. Es gibt 200 Arten von Emotionszustände. Es wurde psychologisch gesehen. نهارور سمعت. هكذا نايد خلدت. Mehrere Arten von Emotionen. سمعت. Wärme, Hunger. لعل خلدت ميتي سمعتات هلو. Es gibt 200 Emotionen. إذا سمعت نزخونا قدباي. Und das kannst du direkt dann mit allem verbinden. لك أنا بزحل فوق مالتي. إذا غا وايد يا سنم بلا عطعمتي تبب مهاباز يا قليل. Und er hat dann gewisse Gedanken. Und wenn dann der Wille unterschreibt, hast du eine Sünde am Ende. Und wann findest du dich selbst in Sünde? Wenn dein Verstand bereits unterschrieben hat. Das heißt, wenn die Information eingeht, dann musst du deinen Verstand opfern. Dein Verstand opfert in dem Punkt. Das heißt, um ein Opfer zu bringen, was Gott wohlgefällig ist, dann ist ein Altar bei deinem Verstand. Habt mich verstanden? Gebt dem Herrn Ehre. Kofolo amlach warukum. Ato aini, ato nefsi, ato kulluhum kofolo gzeabhir warukum. Deswegen, listen. Hört mir zu. Wenn ein Gedanke an den Verstand kommt, was kam zu Judas erstmal? Judas hat erstmal einen Gedanken gehabt. Und danach kam was? Nach dem Gedanken kam eine Tat. Weil der Wille hat unterschrieben. Listen. Timnit mistet anse. Wenn Lust kommt, wenn Lust kommt, wird dann die Sünde geboren. Und wenn eine Lust hineinkommt, geschieht es. Es kommt in dir, und danach wird eine Sünde geboren dadurch. Es ist eine Sache, nicht die an einem Tag passiert. Auf der anderen Seite aber, als der Engel Gabriel zu Maria kam, der Engel Gabriel kam zu Maria. Und er meinte, du bist die Gesegnete von allen. Eine Jungfrau, von dir willst du einer geboren werden. Du wirst ein Kind gebären. Sag mir, eine Stimme kam. Als die Stimme kam, أوريدا أديبا سب أي ديف خيف ولا تركا خمي خوني لا نو حيلة تلعل كاتس اللي للكيمو ها حيلة تلعل كاتس اللي للكيو كبا خزول لك كقدس خوني خمس خوني يسوس كتب لي أخ قليلوا und sie fragt ich bin Jungfrau wie will ich mein Gebären aber meinte أم سود أتو نتايلا und sie antwortete
أسمعهن كم قالك يخون اللي sagte es soll für mich werden dein Wort يخون اللي أتفقد ناي مريم مسفرمة تسي und als sie damit einverstanden war wurde sie schwanger رغم تمنيت حسابات مست أتو بتمنيت هابيلو تنسي قبل نحر كوينو also wenn Lust einkehrt positive energy نباخا نحر دا أمس إدما تنسي زخون dann kommt Sünde aber wenn du positive Sachen einnimmst werden diese auch zu einer Geburt in dir أنا أنت حات حسب Das heißt, was nimmst du auf? Vorhin habe ich zu einer Person so gesagt. Womit füllst du deine Gedanken? Womit füllst du deine Gedanken? Womit fütterst du deine Gedanken? Was hörst du? Was siehst du? Wir können uns nicht bewegen. Wenn wir dich opfern können. Dro. Wenn dieses Wort zu euch kommt, und ihr es mit einem Amen annimmt, das Wort hat nur Kraft, wenn du es mit einem mit einer Annahme in dir annimmst. كمتي قالوا زنغرنا اذا قال املاح زي عزيز صري خمس خنه كاب شوعته بممكخ مريد صري شوعته ساعته خلع برور قال املاح كم زخنه نسو اندحر دعاء ابهوتنا انغدو خينا قصال اندحر نسمعو خينا قصال اندحر مديتيت نغبر علينا خينا سمعني ولا حدا سب ام مديتيشن ليفل بصحيو ناب ريفيليشن دي اتو يله Das heißt, es erfordert, dass wir das Wort Gottes aufnehmen, darüber meditieren und auch wirklich das fest in uns behalten, damit wir an einen Ort der Offenbarung kommen. Und der Herr zille alle Brache nein Menfesaunet tfihat atu tadahon ka. Wenn wir einen tiefen geistlichen Raum einkehren wollen. Ezi gdefoz be salam awlen be salam adren. Dann bringt es nicht, dass du dich einfach nur verneigst und verbeugst. Amen sama. إذا حدا تقصق أنت تقص سلسلة معرفة كلا بالله نفوس. كيد حلف. Ich rede so weiter gehst als so kleine Schritte. معرف سلسلة معرف. Also zwei drei Kapitel dies. عمد حنسا متحف كل الزوالو أب أيام تاتا خطب له. Menschen die nur einmal ja die Bibel durchlesen die bleiben auch an ihrem gleichen Level. كتصوم كتصلي خجمر كلها. Aber wenn du anfängst zu fasten zu beten. قص إخزيابير كدل خجمر. Hast du nicht das Herrn zu suchen? أب زخون برهان كتأطيرا. Wirst du in einer Erleuchtung reingelangt? Yes. Yes, brankt dat. Du bist in einer Erleuchtung reingelangt. Jesus Christus 4 malti, 4 leit mit zome. Als Jesus 40 Tage fastete. Etin zamanat na alam mulu de chenqa. Nubzahat nabiyat qatil znebere. Et aura inami. Musi tagwanif. Hat der Feind sich mit ihm gemessen, der für eine lange Zeit böses in der Zeit angerichtet hat. Das heißt, Fastengebet. Wirst du nicht zuerst in dieser Zeit ein Engel sehen? Der Feind wird zu dir kommen. Und bevor du nicht den Feind verbannst, kannst du nicht zum starken oder zum starken Gott gehen und ihn sehen. Es ist genauso, wie ich sage. Das heißt, Fasten selber ist ein Opfer. Sacrifice. Es ist ein Opfer. صلاتنا بعلو ساكريفايس فاست زي بس نوفر جبيري سنوفر نعمت سعد دو تصلي تقولوني خمي لي كان مش مع eine stunde beten sagte der herr jesus حقينا hab ich recht اسكي لا يبحق حد ساعه ملو تصلي سفسي جيت سبالو gibt es jemanden der nur allein eine stunde betet und danach erweckung erleben kann حد ساعه eine stunde سيجنال كسعد تصري اسم نو بس ein sauberes signal hast جيلي بابا 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 نايكوست حسابات مصكا ايجن سو بكم سان اما gedanken بده 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 نايكوست خا و
حنت ساعات عند حركت اللي ده يدخل فورجيت dann denk nicht daran dass der Herr sich durch dich offenbart هذا ساعات تصليها لتخيبل ثلاث تخيبل اربع تخيبل حمشت هذا كذا توقع حيها wenn du bei 1 bleibst dann gehst du weiter auf 2 3 4 5 bis irgendwann morgen راح عندهم ايت دقسنيها wenn du arbeitest dann eilige bakai dann gehst du halt schlafen ديت عم كايس كم يجيك قومت بال كم تا حيوان كوها خونكا Dann bist du wie Eva. Die keine Weisheit hat, wie sie umgehen soll. Der Ache. Du zoma, du zelle, srach, doch immer ne zwele seben, asame eifelitri. Ich habe noch keinen gesehen, der Fasten und Beten gemacht hat und danach nicht zur Arbeit gegangen ist. Ich kenne Leute, die fasten, beten, dann sogar in eine Kraftarbeit reingehen, die anpacken müssen. Vor allem, wenn du es 4-5 Tage lang machst. Dann wirst du schon mal an Essen denken. Gibt es jemanden, der schon mal 3 Tage lang durchgefasst hat? Wie geht's für euch, wenn ich in Deutschland bin? Wenn du nicht fasst, dann denke ich, dass die Herrlichkeit Gottes klar durch dich wird. Ich will dir eine Sache sagen. Verschwende deine Jahre nicht. دحراي ودي خستاي عمت مسكونك damit du nicht enttäuscht bist über deine Zeit. أتا خمزي لو زنقرنا تنركب نيرنا. damit du sagst, ich hätte mir jemanden gewünscht, der mir damals was gesagt hat. أبزي ترين دلهم ما 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 رخم. ihr seht, wo ich gerade heute bin. دونجيل لخو أنا خم. ich bin selber zu spät für mein Alter. هشكم الله. habt ihr mich verstanden? تردي كل الله. habt ihr verstanden, worüber ich rede? كبر الله. Seht ihr es? Asar allo hizikane samay bifil zhay. Es gibt eine Spur, die zum Himmel bringt. Dimension allo. Eine Dimension. Glory za atowo, duqadodwo. Wo schon einige Asar allo. Es gibt eine Dimension. Asar natom imnet, natom fiqri, natom. Und du musst die Spur dieser Leute folgen. Natom sa'ab, sa'ab kibla ka khollo, di sa'ab neger allo. Hizika za atu lift tigeru za atu. Diese Spur bringt an einen gewissen Ort. Ma tsallay bot allo dobz khababi. Gibt es hier irgendwo Gebetsorte? Hä? Kommen Sie bei. Hallo, du machst mit Ali. Kidu waka. Sagan da man kaita machorkum. Geht dort hin beten. Kidu waka. Lo, du hast am Ende gedelich. Walas kam die Adelich ja sempre. Willst du eine Veränderung haben, willst du bleiben, so wie du bist? Als Aujo. Udak. Du musst anfangen zu fallen. Ganz exi abhirdele. Du musst anfangen, Angesicht zu verneigen und das Angesicht des Herrn zu suchen, sein Wort zu suchen. 1, 2, 3 Stunden, mehrere Stunden zu lesen. Zu lesen. Das bringt dich dahin. Aber nicht, weil Leute am Springen warst und am Singen warst. አዘራረብት ሰባት አብዝገዛሉ እስከ መንሽ እንዲ ፍሚያ gemacht worden sind ና ዓለም ዘዛራሩ ሰባት አብዚ አገዛሉ እስከ መንሽ sprechen werden ሎማ አንተ ዛሮ ወደሎ አውስጦም ዘአተው ሰባት አብዚ እስከ መንሽ ዲዮት ዳስ empfangen haben was ich gesagt habe ካምዘን ለዓሊ ዛረብኒ ich werde nicht mehr sprechen ዳርጋ ብዙህ ትምርት ገዲ ፈል ich habe eigentlich noch viel mehr lehre gehabt ካምዘለን ያዶ ከነብሊን lasst mal alle aufstehen አነ ናይ ለውጥ ሰብ ከሆን ደል ያለው ich will ein mensch der veränderung sein انا نايلوت سبك خون دلي يالو خزو ich will jemand seine veränderung bringt يلي بابا 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 جيري بادا 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 غارا با جيلي با غارا دالا با جيلي تفولتو ليهم مصحف قدوس wisst ihr was eine sache bei das wort gottes قتلو سقلو ازولكو das wort gottes sagt
Tötest Opfer. Abuli kidan koy konen ab hadish kidan koy zare bekadelo. Ich rede was über das Neue Testament. Kolosser 3:5. Wir gehen Kolosser 3 Vers 5. Au mo gwer le hansa. Kolosser 3 Vers 5. Kolosser 3:5. Kolosser 3 Vers 5. Kamz skawol awilkom selazi. نتعمدر زلو أكلاتكم قتلوا منزرنا رخصة فتوسقا كفؤ تمنيت سسة إذا عملوا تأوتي انت أخذ قبره لك أي سمعون أتا تزارب قتلوا سكولوا أوه In Kolosser 3, Vers 5 steht, tötet daher eure Glieder. Aber ich mache so, Wobota, aber ich mache Tali. أبو عمره. Thank you. Du opferst deinen Verstand. حلف كتب الكلا سوء تبله. Du opferst es dann. لو بتردي كل هذا. Gedanken kommen. Yes. أن أبجلاتي عم مش تعسران أربعة. In Galater 5 Vers 24. أبز قتل لي لو أبجلاتي عم مش تعسران أربعة. Galater 5 24. سكعويلكم تومنا كريستوس زبلو. أولكم تومنا كريستوس زبلو. يا با كريستوس أنجهان. كا. Die haben das Fleisch. نتسقو أم. مسناي فتوتون. Gekreuzigt. تمنيتون. Samt. شقيلهم ويا. Den Leidenschaften und Lüsten. أتلو. آه. توديا. هذا ما علت نجيركم الله. Ich habe schon einmal gesagt gehabt. هذا رب. باشي قاح. دعسه بالله خمدة عادي. دك عسه بالله خمدة. ويدا كباتا كواخ اندحر سرق ايو كواخ مش كاتينا سرق قلة سرق سعى سرق مقب سرق قلة سرق قلة سرق دا سرق ايز نبر حجي حدا نقر مهيزو ملو لك نحادة تماويتهم قبقيمهم قتيلهم أفتال علي أفدق نايقزهم يسقلوه قتلهم تايقيرهم سقلهم حجي كم ذا بيند لهم كم ذا عيدين كالي أكواخ نفيرو نفتق ذا خمات سقلو نعو تاريهم حدي ما ميم زخدو حيشكم من لهم إذا أشك غاري سرق زعمت بزوحنا غارز قبر كواخ مستقتله مستسقله هاليلويا فصيمو ابيت كاعتني تمالي كم دليتو ابيت كاعتيو دليه سرقو دليه عنيو دليه بلع زخيد نبره فتوت حطيات لممد كم زكوا قبا بالكا بزني امرو منفسا واغلغلوتكا قتلو مسقتلكا يا خاتا يغبرو سقلو كالي خمات خلو wrong place يزبل لك تسقل اللو لك تقتل اللو يزبل كالي كوخ كوخ وكوش كم كوخ أمول عالم شمون دات أو عزنا بر انسسائي لن حكي كوخ انت يزبل كم يزبل كم يزبل كوخ يزبل شمون دات أو عرقيت منفس شمون دات أو عزنا بر سولو ما عانتي قتل له سقل له Jesus Christus Gaitai. Adawi Berga. Heben wir unsere Hände. Ziabir Absrahi. Der Herr arbeitet. Wala hada sabkay wats. Keiner soll jetzt rausgehen. Lo mishet natay mishet yboluski. Sag mir heutiger Abend ist mein Abend. Awiji jom. Sag mal der heutige Abend ist mein Abend. Baka taradini. Ich hab's verstanden. Mustam bunuzuhu libi. Die mit dem reinen Herzen, die den Herrn suchen und sehen, da wo die sehen, ihrer Spur will ich folgen. Halleluja! Ehre sei dem Herrn. Lass mal alle unsere Hände heben. Heiliger Geist, wir bitten, dass du das Wort in uns bewahrst. كم عين السبات لهم؟ Es gibt so eine Art von Menschen unter euch. Pastor.
أنا نزي يسوس زي ترى دي إني كون كنت قبليه. Die sagen, ich habe den Herrn Jesus nicht mit Verstand angenommen. لما أنتي heute ترى دي إني قبله يدمي. Habe es aber verstanden und möchte ihn annehmen. داقم كل دمي. Ich möchte wieder geboren werden. من أنا باش كاب بيتسب أمنتي توليد كاخد كوت. Vielleicht bist du in einer christlichen Familie groß geworden. من أنا باش أبز بيتخسر أجا كاخد كوت. Vielleicht bist du in der Gemeinde aufgewachsen. من أخي نه قلها وساني زي جبركا. Aber vielleicht hast du niemals eine ehrliche persönliche Entscheidung getroffen. Personal decision day جبركا. Du hast keine persönliche Entscheidung getroffen. لما أنتي. Und heute aber. بق أي تهلفك. Soll der Tag nicht an dir vorbeigehen? لما أنتي أي تهلفك. Der Tag soll nicht an dir vorbeigehen. بق أنومي معلتي مخانس خرديني تلوسها. Wer sagt heute ist ein Tag, den ich verstanden habe. Also immer sagen, ich hätte ja gehalten, ich werde durch diesen Abend verpassen. لومينا أركم مشت كلنا. Weil ich heute versöhne mit dem Herrn. لومينا أملاخي زملس نب أملاخي زملس هلا مشت. Ich möchte, dass der Tag mit Jesus in meinem Herzen zurückkehre. Wer sagt, diesen Tag möchte ich heute haben? Und noch eine Sache. Hatte mal anti, da habt ihr kommen. Die habt ihr vielleicht schon mal einmal angenommen. Aber euer Leben hat sich komplett nicht geändert. Ihr seid sogar zurückgegangen. Habt keine Veränderung in eurem Leben gehabt. Vielleicht sagt, ich möchte wieder von neu dem Herrn diesen, mein Leben geben. Ihr seid gefallen. Ihr seid in deine Sünde gefallen. Genau, euch möchte diese Chance geben. Weil heute ein Geist ist vergeben. Heute ist vergeben. Und dann Jesus Christus. In Jesu Namen werde ich sein. Ich werde neue Menschen sein. Lass mal alle unsere Hände runter machen und diese Menschen, die es betrifft. Hebt mal eure Hände, die Menschen, die es betrifft. Die Menschen, über die ich gesprochen habe. Wer heute diese Entscheidung treffen möchte, zeigt mir eure Hände. Zeigt mir hoch eure Hände. ويتاد ما تزي حادق زي زموته استسئ نحل سيطان كل جفيفون سيطان حقيات نخلو أرحيب